Bei einer Messung mit WDS oder auch EDS sieht das Röntgenspektrum wie folgt aus. Auf der X-Achse haben wir die Kiloelektronenvolt, oder es kann auch Lambda sein, die Wellenlänge, oder es gibt diesen L-Value, wo der Detektor langfährt bei den Geol-Sonden, und auf der Y-Achse die Intensität. Und das Spektrum sieht dann ungefähr so aus. Hier gibt es einen Bremsberg, und auf diesem Bremsberg sind dann die, befinden sich diese Peaks. Und was wir messen wollen, ist natürlich nur der Peak hier. Das heißt, von diesem Peak müssen wir diesen Bremsberg, und vielleicht kommt noch weiteres hinzu, Detektorrauschen, sonst irgendwas, abziehen. Das heißt, den Teil wollen wir nicht haben. Wir haben also die Gesamt-Counts per Second hier vom Peak, Peak, und dann haben wir noch diese Counts per Second hier vom Background. Und was wir wollen, sind die Counts per Second nur des Elements, also Counts per Second des Elements, oder Intensität wäre vielleicht leichter, wenn wir immer nur Intensität schreiben, also Intensität des Elements ist dann gleich die Intensität des Peaks minus der Intensität des Backgrounds. Das müssen wir machen. In der Realität sieht es dann so aus, wenn wir einen Peak anschauen, den mal rausvergrößern, dann ist hier der Background und dann ist hier der Peak und dann geht der Background so weiter. Und dann wird automatisch ein Fit gemacht zwischen zwei Punkten, die wir auswählen müssen. Einmal gibt es dann den Lower Background hier, Lower Background, und den Upper Background. Oder manchmal wird er auch als BG- und BG Plus bezeichnet. Und diese beiden Backgrounds legen wir fest. Und dann wird von der Software automatisch eine Interpolation gemacht zwischen diesen beiden Punkten, wenn das Ganze so ein bisschen schräg ist, wie hier zum Beispiel. Und dann wird eben vom Peak dieser Background hier unten drunter abgezogen. Jetzt muss man manchmal aufpassen, wenn es irgendwelche Interferenzen gibt, wie man den Background legt. Also es kann auch mal irgendwie so aussehen und dann ist vielleicht hier noch ein zweiter Peak und hier noch ein dritter Peak. Und diese Peaks, die werden auch unten immer so ein bisschen breiter. Und dann kann es relativ schwierig werden, wo man Background liegt. Dann ist hier vielleicht dieser Unterbackground noch einfach, aber hier oben weiß man es nicht, kann man den hier reinlegen oder geht es vielleicht gar nicht ganz runter, sondern ist eher hier so ein Tal und an der Stelle auch. Und vielleicht kann man den Background hier hinlegen, wenn man Glück hat. Vielleicht kommt der nächste Peak. Oder vielleicht ist der auch sehr weit weg. Vielleicht geht es aber auch, dann kann man hier so einen Background legen. Was auch möglich ist, wenn es mal ganz schlecht wird auf der Seite, kann man nur ein Background legen und gibt dann eine Funktion an, also eine Steigung, wie dieser Background hier unten verlaufen soll. Also auf diesen Background muss man achten, muss man bei den Messbedingungen eingeben und der muss in jedem Fall immer abgezogen werden von den tatsächlichen Peaks. Denn dieser Background hängt natürlich auch ab von der Anregungsspannung, also was sind die KV der Anregung und so weiter. Deshalb muss man das auf jeden Fall immer machen.